Die Dornbirn Bulldogs empfangen den Tabellenführer aus Wien. Bei den Hausherren kann sich vor allem die Heimbilanz sehen lassen. In den letzten 4 Spielen gab es 3 Siege für die Vorarlberger. Und damit rein in die Partie. Der erste Treffer gelingt nicht dem Favoriten aus Wien, sondern den Hausherren. Brian Connelly für Jamie Arneal, der hat viel Platz. 1:0 für die Bulldogs. JP Lamoureux muss sich geschlagen geben. Im Mitteldrittel gelingt den Wienern dann aber der Ausgleich. Taylor Voss mit dem Schuss, Raphael Rotter fälscht die Scheibe unhaltbar ab. Alles wieder auf Anfang in Dornbirn. Und der Meister legt nach. Kuma mit dem schönen Pass, Andreas Nödel verwertet. Dornbirn-Keeper Kemener ist in dieser Situation die Sicht verstellt. Gegen Drittelende erhöhen die Caps. Brocklehurst zieht in Richtung Dornbirner Tor, passt zu Holzapfel, der muss den Puck nur noch im Tor unterbringen. 3:1. Und die Caps erwischen dann auch den besseren Start in den Schlussabschnitt. Hartl bedient McKiernan, ja, und der versenkt die Scheibe mit einem satten Schuss im Kasten von Kemener. Kurz darauf kommen die Hausherren in Überzahl dann aber wieder ran. Henrik Neubauer erkämpft sich die Scheibe und schiebt zum 2:4 aus Sicht der Bulldogs ein. Lamoureux ist hier die Sicht verstellt. In Minute 54 stellen die Caps den 3-Tore-Vorsprung aber wieder her. Nikolaus Hartl bedient Ali Vukovic im Slot. Der lässt sich nicht zweimal bitten. 5:2. Das war's in Dornbirn. Die Vienna Capitals feiern einen verdienten Auswärtssieg. You know what? I thought they got a couple bounces. This is going to sound crazy in a 5-2 hockey game, but I thought we competed hard. They're a good hockey club. They're in first place for a reason, and have only lost 3 games all year. They're so structured. They just keep playing the same way, and they wear you down. I thought the first period was one of our better periods of the year. Second period, they cranked it up a notch, which good teams can do, teams like that. Third period, we didn't give up. Their goaltender made a couple key saves when the score was 2-1. But, at the end of the day, we're getting there. We competed hard. We lost some battles at critical times. But I want them to enjoy a couple days off here and get ready to make a push when we come back. Ja, ich habe einfach die Heimat vermisst. Die Capitals haben eine super Truppe, super Trainer und Management, und da hat einfach alles passt, und deswegen wollte ich wieder heim.